Grundeinkommen soll ja auch in Geld ausgezahlt werden. Also berührt es im weitesten Sinne auch die Geldordnung. Allerdings, ich habe 10 Minuten Zeit, ich werde Sie entführen. Es erfordert ein bisschen Umdenken. Was ist Geld? Diese Frage wird leider von der Volkswirtschaft auch in der Ausbildung sehr wenig behandelt. Es wird immer gesagt, okay, Geld ist da, gegeben, und dann werden hochkomplizierte Modelle aufs Geld aufgebaut. Wie ist Geld entsteht, wird sehr wenig behandelt. Ich möchte Sie kurz mit unseren Ideen vertraut machen. Es ist natürlich eine europäische Frage, weil unser Geld, wie Sie wissen, ist der Euro, ist ein europäisches Konstrukt. Ja, bitte. Wenn man zur Finanzierung des Grundeinkommens etwas sagt, da muss man sich bewusst werden, es ist politischer Konsens in Europa, Staatsverschuldung soll abgebaut werden. Es gibt einen Fiskalpakt, es gibt bei uns die Schuldenbremse, es heißt, und ich glaube, die meisten von Ihnen machen sich noch keine Vorstellung, was das eigentlich auch für Deutschland heißt, diese Schuldenbremse. Wir werden sehr immer knappere öffentliche Haushalte haben, ja. Und das stellt die Frage, lässt diese Schuldenbremse weitere Leistungen in der Gemeinschaft in absehbarer Zukunft zu? Und ein Grundeinkommen wäre ja eine solche finanzielle Leistung. Bitte nächstes. Grundeinkommen wird in Geld gezahlt, habe ich schon gesagt, und es betrifft, diese Geldbeziehung betrifft unser Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft. Das wird ausgedrückt in Geld, in Geldleistungen, kriegt man sie oder kriegt man sie nicht. Und ja, bitte nächste. Jetzt müssen Sie wissen, Sie wissen es vielleicht schon, unser heutiges Geldsystem, nicht der Staat schöpft, emittiert den Großteil unseres Geldes, sondern Geschäftsbanken. Eine Zahl 2011, 1,17 Billionen Euro Banken, Giralgeld in Umlauf. Das ist alles Geld, was die Banken selbst geschöpft haben. Das ist kein staatliches Geld, das müssen Sie sich ganz genau ins Bewusstsein rufen. Zum Vergleich, unsere Staatsschuld ist inzwischen über 2 Billionen Euro angekommen. Nächste Folie, bitte. Ja, fragen Sie, wie machen das denn die Banken eigentlich? Wie können die einfach Geld schöpfen? Ist es nicht, Sie sagten, illegal? Es ist tatsächlich so, dieses Giralgeld, was Sie alle auf Ihren Konten haben, und wir sind ja alle zwingend darauf angewiesen, dass wir Bankkonten haben. Wer kein Bankkonto hat, kriegt keine Sozialhilfe, keine Wohnung, keine Arbeit. Was wir auf diesen Konten haben, ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur eine Forderung auf gesetzliche Zahlungsmittel. Wir können dann hingehen zur Bank und sagen, wir wollen Geld sehen. Dieses Ding, dieses Giralgeld, das elektronische, ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Zu Gerald Häfner, hier ein Rechtsproblem. Ja, was ist Geld? Ja, ist Geld wirklich Geld oder nur eine Forderung auf Geld? Das ist eine ganz wichtige Frage, eine sehr schwammige Definition von Geld. Und es gibt auch keinerlei positive Rechtsetzung in Europa, dass Banken wirklich Geld produzieren können. Sie können immer nur Forderungen auf Geld produzieren. Da wir ja immer eine Forderung auf Geld haben in Höhe unseres Kontostandes, sind die Banken bei uns in Höhe des gesamten Giralgeldumlaufs verschuldet. Mal ein anderer Schuldbegriff. Wir reden immer von Staatsverschulden, Verschuldung, und Sie müssen wissen, die Banken sind bei uns allen Geldbenutzern in Höhe von der gesamten Giralgeldmenge, also 1,2 Billionen Euro verschuldet. Ein anderer Schuldbegriff. Das relativiert die Staatsverschuldung. Wir werden gleich darauf kommen, wie sich das in der Geldreform auswirken würde. Nächste Folie, bitte. Gut, jetzt hatten wir die Finanzkrise, haben wir gesehen, viele sagen, okay, wir müssen wirklich grundlegendes Geldsystem reformieren. Aber auch abgesehen von der Finanzkrise, wir halten es für eine verfassungspolitische Notwendigkeit, dass das, was vor über 100 Jahren mit den Geldscheinen gemacht wurde, damals konnte nämlich auch jede Bank ihren eigenen Geldschein drucken, da hatten die noch verschiedene Namen, da war das der Dresdner, deswegen auch Banknoten. Ja. Und irgendwann hat man gesagt, nee, also dieses Tohuwabohu, das ist uns zu viel, und eigentlich ist es ja nicht Aufgabe von Privaten, Geld zu schöpfen, sondern es sollte dem Staat vorbehalten werden. Dann hat man gesagt, okay, nur noch der Staat darf Geld drucken oder eine vom Staat legitimierte einzelne Bank, die sogenannte Zentralbank. Genau dasselbe historisch gesehen ist heute dringend notwendig,
Auch das Chiralgeld sollte nur noch von der staatlichen Gemeinschaft geschöpft werden. Nächste Folie bitte. Wenn man so eine Reform angeht, direkte Folge wäre, Banken müssten diese Schulden, die sie an uns alle haben, aus der Geldschöpfung zurückzahlen, 1,2 Billionen. Ein geldschöpfender Staat würde dieses Geld, was von den Banken eingezogen wurde, in einem Prozess über 5 bis 10 Jahre neu emittieren und dadurch wäre die einmalige Möglichkeit eines Abbaus von insgesamt, also es kommt zu dem Chiralgeld, kommen dann auch noch andere Faktoren dazu, wie die Zentralbankreserven der Banken, die dann unnötig wären. Es wäre die einmalige Möglichkeit, 2/3 der Staatsschulden durch so einen Umstellungsprozess abzubauen. Die einmalige Möglichkeit. Und das halte ich eben auch, wenn man über Grundeinkommen und Staatsverschuldung redet. Es betrifft ja auch die Leistung, das Verhältnis Gemeinschaft Einzelner. Und wenn man dann sagt, okay, der Staat ist ja eh schon verschuldet, der macht ja eh schon viel zu viel sozial, wir müssen eher sozial abbauen, damit wir einsparen. Ja. Wenn man tatsächlich das Geldsystem betrachtet, ist die Sache, verhält sie sich anders. Und das wäre eben die Chance, diese Verschuldungsdebatte eben anders zu führen, ohne Sozialabbau, ohne Austeritätsprogramme, wie es ja in Europa auch gemacht wird. Sehen Sie Griechenland und die Effekte, hat der Gerhard Hefner auch gesagt, 50% Jugendarbeitslosigkeit, das kann ja nicht der Sinn sein von europäischer Politik. Nächstes bitte. Durch eine solche Geldreform käme die Geldschöpfung allen zugute. Heute ist es so, wenn neues Geld geschöpft wird, dann wird die Erstverwendung ist immer bei Kreditnehmern oder Banken. Die kriegen zuerst dieses Geld, weil es über Banken geschöpft wird. Es gibt natürlich dem Geld sofort eine gewisse Tendenz, nämlich es muss sich verzinsen, es muss zurückgezahlt werden, es muss sich vermehren. Ja. Und dieser Effekt wäre eben nach einer Geldreform nicht da. Das Geld würde zinslos über den Staatshaushalt in Umlauf gebracht. Alle könnten davon profitieren. Wir hätten den einmaligen, signifikanten Abbau der Staatsverschuldung durch Austausch der gesamten Geldmenge, also dass die Banken ihre Schulden zurückzahlen und in Zukunft dann je nach Wirtschaftsentwicklung jährliche Seniorenzuschüsse Europas über die Europäische Zentralbank an die europäischen Staaten. Um in eine Hausnummer zu sagen, bei 1% Wachstum 15 Milliarden ungefähr jährlich, bei 2% 30 Milliarden. Und wenn man aber sagt, okay, wir haben eine stationäre Wirtschaft, wir wollen nicht weiter wachsen, dann wäre schon der einmalige Abbau der Staatsverschuldung über den Austausch der Geldmenge eben ein signifikanter Faktor. Banken würden dann nicht mehr Geld schöpfen, sondern nur noch bestehendes Geld verteilen. Nächstes bitte. Das würde eine Gemeinwohlorientierung des Geldes ermöglichen, Entschuldigung des Staates möglich machen, dass er unabhängig, also genau das, was Herr Häfner auch sagte, nicht nur hinter den Banken und Finanzmärkten herrennen müsste, sondern dass die Politik wieder einen Primat hätte. Alle würden von der erarbeiteten Zuwachs der Leistungen profitieren, nämlich die Geldschöpfung wird ja dann über den Staatshaushalt verteilt, also was neu erwirtschaftet wird und könnte allen zugutekommen. Nächstes. Genau. Das wäre eine Konsequenz aus der Finanzkrise. Nicht die Banken dürfen die Regeln des Zusammenlebens bestimmen, sondern die Politik müsste es machen. Vision für Europa, eben nicht mehr bei den Mitgliedstaaten einkassieren, sondern an die Mitgliedstaaten einen schönen Seniorage-Überschuss ausgeben. Das wäre mal eine positive europäische Vision. Eine Verständnisfrage, bitte, die vielleicht auch andere haben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass eigentlich die Notwendigkeit besteht, dass die Banken ihre enormen Schulden zurückzahlen? Und können die das? Können die Banken, die größtenteils pleite sind, überhaupt diese Rückzahlung leisten? Oder scheitert diese sehr logische Idee daran, dass das Geld zum Zurückzahlen gar nicht da ist? Nein, die Banken sind ja nicht zimperlich, wenn es darum geht, bei Kreditnehmern ihre Schulden einzutreiben. Ja, das muss man sehen. Auf der anderen Seite, die Bilanz, haben die ja Kredite vergeben an uns und sie treiben die gnadenlos ein. Und bei der Rückzahlung von Krediten geht dieses Geld dann aus dem Kreislauf und wird zurückgezahlt. Das wäre
Das ist das Konzept. Wenn natürlich die Banken es gibt immer noch die Möglichkeit, ihnen eben einen Übergangskredit von der Zentralbank zu geben, sodass man, wenn sie es nicht schaffen, dass dann noch die Zentralbank einspringt. Aber vom Konzept her müssen ja auch heute die Banken ihre Kredite zurückbekommen. Ja, wie gesagt, sie sind ja gnadenlos und diese Gelder werden dann eben dazu benutzt, um eben diese Chiragel-Schulden zu begleichen.